Hallöchen, Hallöchen. Willkommen zurück in Enderal. In der letzten Folge haben wir ein paar Menschen ausgelöscht. Wegen Kopfgeldern. Und ein paar Menschenleben gerettet. Was man halt so tut. Immer wieder das Gegenteil. Mal retten, mal auslöschen. Grüße. Diese Folge entscheide ich mich auch wieder für das Auslöschen. Wir haben noch ein paar Kopfgeldaufträge. Madame. Dann gehe ich mal zurück zum Marktplatz. Muss schauen, was uns dieses Mal erwartet. Hört meine Worte, und ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. So, da, da. Ora Millentanz ist eine Viehdiebin, die sie vermutlich am alten Leuchtturm einer Bauernküste versteckt. Sie wurde des Nachts bei mehreren Viehdieben und Opferungen beobachtet. Achtung, es sollte mit wildmagischen Fähigkeiten gerechnet werden. Für ihr Ablehnen sind 250 enraleische Groschen ausgeschrieben. Man muss eben arbeiten, wenn man am Leuchtturm. Das war bei der Bauernküste. Da waren wir auch schon mal. Um die Eier einzusammeln. Ich bemerke gerade, wir haben ja noch... Oh, wir haben ja noch ein paar Punkte, die wir verteilen können. Ja. Ja. Und noch einmal ein Erinnerungspunkt. Ich meine, jetzt haben wir unsere Rhetorik freigeschaltet, was schon mal mega nice ist. Ich habe ja in einer der Folgen mal erwähnt, dass ich verzauberte Rüstung nicht verbessern kann, weil ich noch nicht die Erinnerung dazu habe. Die Erinnerung kriegt man ja bei dem Phasmalistentisch. Und ich war mir nicht so sicher, ob ich das machen möchte oder nicht. Aber ich glaube, ich mache es einmal. Ich meine, das sind 4 Punkte eigentlich nur. Bezahl sind es 7 Punkte. Weil hier man mehrere Punkte noch verbrauchen kann, um die Seelen einzusammeln. Und ich finde das eigentlich mit den Seelen sammeln, auch wenn ich es theoretisch nicht benötige, eigentlich gar nicht so schlecht, weil es immer etwas lustig ist, wenn dann dieses ja kommt, dann einfach zu gucken, wo ist die Seele, wer ist das überhaupt und dass man sie halt mitnehmen kann. Deswegen entscheide ich mich dazu für, dass wir auch auf den Baum ein bisschen gehen. Die Erinnerung des Phasmalists erlauben es euch, durch euer Wissen und Verzauberung Geisterbegleiter aus den Seelen Verstorbener zu rekonstruieren. Der Phasmalist ist mit jedem Spielstil kompatibel, Schurke, Magier, Krieger. Das Talent Netz der Seelen ermöglicht euch, die Seelen Verstorbener zu sehen und einzusammeln. Stufe 1 ermöglicht es euch, für 40 Sekunden Seelen der Stufe 1 bis 2 zu sehen. Stufe 2 ist dann Stufe 1 bis 4 und Stufe 3 ist dann Stufe 1 bis 5. Dann könnte ich theoretisch sogar einmal zurück nach Flussheim und dann zu der Stelle, wo wir angespült worden sind, zu den Apothekarii, weil ich dann die Seele noch einsammeln könnte. Könnte ich ja alles auf dem Weg machen. Zuerst hier eine Viehdiebin, dann nach Flussheim. Schreitet dann wohl! Die Seele einsammeln. Schreitet wohl, die dann Dame! Dann zurück nach Aufbau. Wohin soll's? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Herzlich willkommen an der Bauernküste. Wie gut bin ich eigentlich? Meine 48, 46. Ich könnte es probieren. Als ich das letzte Mal ja hier war, bei der Eisuche, habe ich ja gesagt, ich möchte diesen einen Typen nicht ansprechen. Aber vielleicht schaffe ich es diesmal, gegen ihn zu bestehen. Schreitet wohl, verehrter Reisender. Ihr wisst dies vermutlich nicht, aber unglücklicherweise befindet sich die Straße, auf der wir gerade stehen, im Besitz des ehrenwerten Messer Croco.
Und leider, leider, leider hat dieser höchstpersönlich angeordnet, dass ein jeder Wanderer einen kleinen Zoll bezahlen muss, damit wir die Straßen in gutem Zustand halten können. Seid also so gut und zahlt. Das erspart uns beiden den Ärger. Fun Fact. Mr. Croco, wie er ihn nennt, ist eigentlich einer der größten Banditenanführer überhaupt. Von daher ist es eine sehr, sehr schöne Betrügermasche. Glaubt ihr, die Masche zieht bei mir? Vergesst es. Oh ja, das tut sie. Glaubt mir, ich und meine Freunde können sehr überzeugend sein. Auf sie! Da! Auf sie! Arsch. Ja, das ist doch nicht das Idee. Bogenschütze. Ja. Tatsache, ich hab's geschafft. Ich freue mich. Ich bin zu schwer. Aber das ist kein Problem, wenn man zu schwer ist. Ich meine, ich könnte mich natürlich jetzt wieder zurück nach Ark teleportieren und die ganzen Sachen verkaufen. Aber eigentlich will ich ja hier bleiben. Aber das Schöne ist, hier ist ein Miradenturm. Und beim Miradenturm sind immer diese sicheren Truhen vorhanden. Das heißt, ich kann zur sicheren Truhe und einfach mein Zeug da schnell abladen. Und wenn ich das jetzt mal in Ark bin, einfach alles wieder aufsammeln und dann verkaufen. Es dauert eine Ewigkeit, bis ich jetzt endlich bei dieser sicheren Truhe angekommen bin. Dim, 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 dim. Oh. Schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Probleme? Ich pack einfach mal alles rein. Das Einzige, was ich vielleicht nicht reinpacken sollte, ist meine Spitzhacke. Die kann ich immer gebrauchen. Jetzt habe ich schon wieder irgendetwas reingedings, was ich nicht reindingsen wollte. Und zwar das. Ach, den kleinen Rucksack. Hier noch was? Ja, da habe ich auch ganz viel. Ne, die Tricher brauchen wir. Wir brauchen eine Fackel. Tada, schon sind wir leichter. Ich hätte wunderbar gleich am Anfang schon das eine Nest hier rauben können, dann hätte ich überhaupt nicht so lange nach diesem vierten Nest suchen müssen. Man kann aber auch blind sein. Ah, wartet mal. Da hinten, da müssen wir hin. Da ist der Questmarker. Wobei, wo ist unser Questmarker eigentlich überhaupt? Einführung in Questmarkus, hallo? Das brauchen wir doch gar nicht. Sondern hier. Er sagt natürlich an, dass ich jetzt dahin muss, weil da eine schöne Leiter ist, die uns nach unten führt. Aber wir können auch gleich hier den Berg runtersteigen. Sind wir auch schon am Ziel.
Da oben ist sie. Verlassen Leuchtturm entdeckt. Ah, hier ist noch ein Keller. Mit leuchtend grünem Wasser. Das sieht sehr nach normalem Wasser aus. Ist das Säure? Nein. Hier noch was? Ah, die Truhe. Mensch. Och Mann. Hätte ich das vorher gewusst, dass ich da die ganzen Feinsteuersachen kriege, dann hätte ich sie gar nicht kaufen müssen. Denn mich schließlich um meinen letzten paar Groschen gebracht. Menno. Naja, so ist das manchmal. Ist auch nie gesagt, dass sie ja immer da drin sind, die Sachen. Ich sollte wirklich mal das nächste Mal, wenn ich in der Ark bin. Ja, da gucken, dass ich die ganzen Sachen endlich crafte. Für mich noch tankiger. Wobei, ich muss es ja gar nicht in Ark machen. Geht ja eigentlich auch, wenn ich im Flussheim bin. Hallo. Aber andere Flussheim sind so gute Sachen zu verkaufen, wenn ja nur Anfängersachen. Also doch noch Ark. Levelaufstieg! Wir sind ja Stufe 13. So, Lebensenergie 144, Ausdauer 150, nehmen wir die Lebensenergie. Ausbalancierter Schwertgriff. Buch Nummer 3, erste Schritte. Yay! Den ausbalancierten Schwertgriff. Ich weiß, dass es ein Schwert ist, was man schmieden kann, aber ich habe es ehrlich gesagt noch nie geschafft, das komplette Schwert irgendwie zu kriegen. Ich vergesse immer, was ich alles dafür brauche. So. Ich wollte nach Flussheim, aber ich glaube, ich gehe doch zuerst mal nach Ark, um meine Ausrüstung ein bisschen zu verbessern. Ehrenwerte Bewohner dieser heiligen Stadt. Ein Wunder ist geschehen. Madame? Keine Frage, was kommt denn nach? Pack-Pack gesucht. Gerüchten zufolge hast in den Grimmlichtstein momentan einen Treuen namens Pack-Pack. Laut dem Kopfgeldbrief wurde dieser von abtrünnigen Apothekarii gezüchtet, die planen, ihn auf endrische Bauernvölker loszulassen. Ich nehme den noch nicht an, weil das wirklich ein bisschen schwieriger ist, weil nicht nur Pack-Pack da drin ist, sondern auch noch ganz viele andere Leute. Und noch bin ich nicht gut genug, um das zu machen. Noch nicht, aber bald. Ich habe Bücher, Schriftrollen, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Magie. Ist doch immer dasselbe. Hallo. Hallo. Nein, sie ist nur zum Bestaunen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. So, ich darf nicht vergessen. Ich darf... Oh, der hat nur ein Groschen. Was soll denn das? Schreitet wohl. Immer dasselbe mit diesem Männern. Warum? Nee. Dann ist es halt so. Aber ich kenne noch andere, bei denen ich Sachen kaufen kann. Sitzen einfach nur rum und warten darauf, dass sich die Sachen von selber klären. Kann ich auch mal schauen, ob ich noch dann mehr Bücher holen kann. Das ist auf 46, das andere ist auf 43. Ist wirklich 46? Ja.
Dann brauche ich noch vier Geselle. Alles frisch von der Bauernküste. Also zwei Hände und dann noch sieben Geselle schwere Rüstung. Danach kann ich mit Meister anfangen. Nicht mit Meister, mit Experte. Meister war ja die letzte Stufe. Willkommen in der Arker Schmiede. Gebt Bescheid, wenn euch etwas ins Auge sticht. Fester Start. Alles für den wegestreuen Kampf. Wie war das? Ich soll ihm Bescheid sagen, wenn mir etwas ins Auge sticht. Meint er das wortwörtlich? Jetzt mal ganz ernst. Ehrlich, meint er das wortwörtlich so? Oh ja, wenn dir was ins Auge sticht, wie zum Beispiel ein Stahldolch oder so, dann ist das der Richtige für dich. Rucksack brauche ich nicht, Eisenklammer brauche ich nicht, ja, den kann ich auch gleich weg. Kaufe ich gleich die Sachen oder gucke ich erstmal, was ich. Ich glaube, ich gucke erstmal, was ich schmieden kann und kaufe da die Sachen, bevor ich da irgendwas mache. So, dafür brauche ich noch Quecksilberbarren. Dafür auch. Also, ich brauche ganz viel Quecksilberbarren und Goldbarren. Fester Start, alles für den wegestreuen Kampf. Okay, Goldbarren hast du leider nicht. Quecksilbererz hast du nur, aber das ist in Ordnung. Silbererz nehme ich dir auch komplett weg. Stahlbarren, ich glaube auch. Oh. Wo kriege ich Goldbarren her? Ich glaube, ich weiß wo. Schau mal hier, da ist ein Schlüssel. Fester Stahl zu moderaten Preisen. Seht euch ruhig um. Ich bin der beste Dieb überhaupt. Wirklich. Alles, was ich klauen möchte, kann ich klauen. Nur mit diesem einen Tipp. Trick. So, wir haben einen Banktresorschlüssel. Wir können einmal zur Bank. Ist das noch Papier? Ja, ein bisschen Papier. Ich glaube, sein Banktresorfach vom Schmied war auch oben gewesen. Grüße. Einfach alles ausprobieren. Perfekt! Und er hat keine Waffe da. Oh, er hatte nur einen Goldbarren. Schade. Wo kriege ich noch Goldbarren her? Es gibt im Adelsviertel einen Allgemeinhändler sozusagen. Da könnte ich mal gucken, ob er was hat. Weil theoretisch. Grüße. Vielleicht hat er auch Golderz. Ich meine, Golderz würde ja auch schon mal. Oh! Ein Groschenbeutel. Was macht er denn da ganz unten? Der ist doch schon traurig. Das ist doch alles doof. Jetzt ist er nicht mehr traurig. Jetzt ist er zu meinen anderen klimpernden Münzen dazugekommen. Können sie eine Münzparty feiern? Oh. Willkommen im Adelsviertel. Anscheinend ist Enderal nicht davon begeistert, dass wir im Adelsviertel sind. Der Himmel weint. So, das ist ein Alchemist. Schreitet wohl. Habe ich verzauberte Sachen? Ich habe verzauberte Sachen. Funkenfluss und Feuerblitz. Die hat sich auf Magie spezialisiert. Schreitet wohl zum Gruß. Hallo. Euch hier zu sehen macht mich froh. Denn ich sehe in eurem Gesicht, ein Stab sucht ihr, der nicht zerbricht. Und den habe ich im Besitz. Bei Funkenfürst und Feuerblitz. Was zur Hölle? Warum reimt die? Euch kenne ich doch. Ihr seid zurück. Was kann ich tun für euer Glück?
kann sie sogar darauf ansprechen. Gibt es einen bestimmten Grund dafür, dass sie in Reimen spricht? Oh, sie, was seid ihr neugierig? Wollt meine Sprachmarotte erkunden? Doch ihr vergeudet eure Stunden. Mein Geheimnis erfahrt ihr nicht. Der war nun aber wirklich schlecht. Ihr habt recht. Eure Frage kam einfach etwas unerwartet. Das ist alles. Beim rechten Weg, darauf hätte Duril doch wirklich kommen können. Jetzt ist es mit meiner lyrischen Glaubwürdigkeit dahin. Aber naja, wie sagt man so schön, Übung macht den Meister. Das nächste Mal bin ich besser vorbereitet. Ich fürchte, ich kann euch nicht ganz folgen. Ach, das Geschäft lief die letzten Monde nicht sonderlich gut. Das ist alles. Kaum noch Reisende. Und die Arkanisten des Ordens haben sich seit der Rückkehr von Großmeister Aranteal ziemlich abgeschottet. Tja, und da ich einen Sohn zu füttern habe, musste ich mir was einfallen lassen. Der Tipp mit den Gedichten kam von meinem Schwager Doril. Er ist schon viel herumgekommen und hat auf Kile den Vortrag eines dortigen Geschäftsmannes besucht. Wer heutzutage erfolgreich sein will, der braucht ein Alleinstellungsmerkmal. Niemand erinnert sich an den generischen Händler mit seinen faden Sprüchen, selbst wenn er mit Arcanum handelt. Ach, und die Dichterei ist euer Alleinstellungsmerkmal? Korrekt. Sagt, was ihr wollt. Aber euer Besuch bei Funkenschlag und Feuerblitz wird euch sicher eher in Erinnerung bleiben als der bei dieser Ziegelsteinschlag am Marktplatz. Wie läuft das Geschäft? Wie freundlich von euch, so zu fragen. Derzeit kann ich wahrlich nicht klagen. Wär bloß mein Knab Merell da nicht. Der Bub versäumt stets seine Pflicht. Den ganzen Tag, ihr könnt mir glauben, rennt er umher mit diesem Gör. Das Haus jedoch lässt er verstauben und nichts verschafft mir sein Gehör. Gabov, so heißt die kleine Ziege, ist frisch aus Nerim eingetroffen. Vom Vater kriegt sie keine Hiebe. Der Kerl ist eh ständig besoffen. Handeln. Meine Waren wollt ihr sehen? Ich bitte euch, euch Zeit zu nehmen. Ein Stab der Erdung. Amulett der Leichtfüßigkeit erhöht Tragkraft um 30 Punkte. Ja, nee, ich brauch die Wiesengeister. Sonst noch was, ja. Sonst noch was. Das brauche ich nicht. Meiner Tränke brauche ich nicht. Das brauche ich auch nicht. Nee. Das war's. Ja. Ich nutze. Die Flagge will ich nicht. Die Flagge leg ich mal hier unter die Brücke. Damit sie einfach so verschwindet. Ah. Ah, die Strömung ist ganz schön stark. Ah, da ist die kleine Gabov. Ihr seid Abenteurer, oder? Ihr habt sicher jede Menge zu erzählen. Ah, Gabov ist aber auch der Mann, wo ich eigentlich hin wollte. Warum ist er nicht da, wie spät haben wir es? 11 Uhr morgens! Was soll denn das? Ich dachte, Geschäfte machen um 8 Uhr auf. Kann ich einfach... Schade. Ich hätte echt gehofft, dass er noch irgendwie vielleicht einen Goldbarren oder so hat, aber nein. Aber dafür finden wir ein magisches Symbol. Nummer 12. Hallo. So. Aber das alles bitte ist echt schön. Hier ist das eine Haus, was wir erwerben können. Ich glaube, ich werde auch irgendwann mal darauf sparen. Dann haben wir hier hinten das Badehaus. Dann haben wir hier die paar Geschäfte gehabt. Also einen Alchemist haben wir. Wir haben den Allgemeinhändler, wo ich eigentlich hin wollte, der immer wieder nicht da ist. Ist irgendwie immer nie da, wenn ich da hingehen möchte. Dann halt noch die Arkanenolle. Da weiter hinten haben wir noch eine Schenke. Und dann halt so noch ein paar Häuser, wo Leute wohl.
anderen mit deiner. Kann ich einfach nicht rein. Mann! Langweilig. Dann muss ich eben mit dem arbeiten, was ich gerade habe. Dann geht's nicht anders. Ich will auch so ein tolles Schwert. Das ist so viel, das ist echt. Dann gehen wir mal zuerst zum Schmelzofen. Er hat sehr schmelzen. Ich habe Bücher. Quecksilberfall auch, ja. Die war nicht hier. Sie war für ihn kein Ort, was ihm wird, nicht von dannen zu. Das ergibt doch alles keinen Sinn. Vielleicht hat der noch. Ha, willkommen, der hat auch dies immer und das. Viele Sachen. Schaut einfach selbst. Golderz. Sehr schön. Quecksilbererz brauche ich nicht mehr. Silbererz brauche ich auch Schreitet nicht. Wohl. Was auch noch gehen könnte, wäre hier bei der goldenen Sichel. Der eine Typ, der handelt auch. Hallo. Mal fast zum Gruß. Was verkauft ihr? Dies und das. Schaut am besten einfach selbst. Du hast auch kein Gold. Meine Güte. Schreitet wohl. Na, dann muss ich mit dem leben, was ich momentan habe. Platz da, jetzt bin ich da. Ja, hat's ja doch gereicht. Hallo! Hallo! Tja. Kleinstall. Dann nochmal zur Werkbank. Grüße. Wir können die Quecksilber bauen. Ha, willkommen, willkommen. Wie kann ich euch behilflich sein? Grüße. Ich überlege. Stand da auch, dass mein Talent noch nicht hoch genug ist, um die Sachen zu verbessern. Ich warte noch mal ein bisschen mit dem Verbessern. Ich meine, erstmal sollte es ja reichen. Stahlharnisch ist bei 55, Fallstein. Stahlharnisch ist schon bei 58. Das ist doch schon mal was. Oder. Du hast ja noch ein bisschen. Willkommen, Narko. Fester, alles für den wegestreuen Kampf. Gib mir Erz. Runenhaschen. Oh. Warum hast du immer diese guten Sachen, wenn ich schon dabei bin, mir andere zu holen? Also, es ist quasi von der Reihenfolge so, dass man dann das Eisen hat, das ist das Niedrigste, dann kommt Stahl, dann kommt Feinstahl, dann kommt Runen. Jetzt hat er schon die ganzen Runensachen. Aber gut, mit den Runensachen kann ich mich noch nicht so beschäftigen, weil man dafür Malachiterz braucht. Das hat er noch nicht im Angebot. Deswegen müssen wir da sowieso noch ein bisschen warten, aber es schadet ja nie, wenn man schon mal die Baupläne hat. Für spätere Momente. Ich sollte auch das Erz einschmelzen, was ich gekauft habe. Wartet mal!
Ihr seid doch Eremesen, oder? Sehr gut. Man sieht da, Feinscher Harnisch auf 61. 6 Punkte verbessert. Oder ich bin auch so ein tolles Schwert. Ach, ist ja auch ist egal. So ich brauchte sich mit Ruhe wieder. Ganzen Waren einfach nicht Beine tragen möchte. Die kann ich aber schon verkaufen. Okay, dann habe ich das erledigt. Dann wollte ich nach Schlussheim, um dann besser rumzurennen und die Seelen einzusammeln, die da noch waren. Also auf zum Miraden. Kann ich eigentlich Punkte auf. Ich habe noch Punkte auf. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit, dass ich die erstmal verbrate. Das habe ich jetzt. Jetzt gehe ich also hier hoch. So schnell kann sich das Wetter ändern. Mesdames, schreitet wohl, die Dame. Wohin soll's gehen? Sicher doch. Wohin soll ich euch bringen? Nach Schlussheim einmal bitte. Oh. Juti, Juti, zurück nach Flussheim, zurück am Anfang. Ich würde hier einen Cut machen und die Seelensuche machen wir dann in der nächsten Folge. Bis dahin, tschüss!